Hey Skatfreunde, willkommen zur freitäglichen Rätselherausforderung. Wir schauen, wir analysieren und wir lösen letztlich das 5-Bilder-Handicap basierend auf einer Idee von Christian Ernst. Christian, so viel sei an der Stelle verraten, ist am nächsten Dienstag um 21.30 Uhr bei mir im Livestream Skat mit Gästen. Wenn ihr ihn spielen sehen wollt, wenn ihr ihn etwas besser kennenlernen wollt, dann seid herzlich eingeladen. Wir freuen uns. Zur Sache. Die Partie, um die es sich handelt, wurde im Original beim En Deux gespielt, in der Zwei-Spieler-Variante, wo nach dem Ausspiel dann die Karten des Partners aufgedeckt werden. Und dieses Szenario mit vielen offenen Karten, das ist natürlich sehr dicht an dem dran, was wir hier im Rätsel auch sehen werden. Also, was haben wir vorliegen? Hinterhand spielt Herz, da haben wir vier Trümpfe dagegen, allerdings haben wir auch eine Menge Bilder. Trumpf Dame ist für den Rätseltitel auch maßgeblich, aber ansonsten eben noch den Kreuzkönig, Pikkönig, Dame und Karokönig. Das sind natürlich einige Früchtchen, die üblicherweise dem Alleinspieler helfen. So ist es auch hier auf den langen Weg mit dem Kreuzkönig in die Partie zu starten, ist sicher sehr naheliegend. Alleinspieler nimmt mit dem Ass mit. Beim En Deux wird jetzt schon die Hand des Mitspielers aufgedeckt, das heißt, der Alleinspieler kann schon sehen, dass es sich lohnt, mit Pik Ass und 10 über die Dörfer zu gehen. Hier im Rätsel werden die Karten erst jetzt aufgedeckt, aber das ändert nichts, denn auch jetzt können wir erst überhaupt eine sinnvolle Entscheidung treffen. Spieler setzt nämlich jetzt mit der Karo Lusche fort und wir registrieren zumindest mal erfreut Kreuz Bube bei unserem Partner. Es ist nur ein Fünftrümpfer. Auf der anderen Seite hat der Alleinspieler schon offen gespielte 43 Augen und die Karo 10 ist ja nun mal sehr, sehr wahrscheinlich im Skat. Dann steht der Alleinspieler schon auf 53 Augen, hat noch 5 Trümpfe mit dem Trumpf Ass in der Hand. Und wie können wir es jetzt schaffen, ihm noch ein Bein zu stellen? Natürlich Karo Ass oder Karo König mitnehmen, ist der Situation insofern angemessen, als der Alleinspieler nur die Karo 8 im Blatt hat wahrscheinlich. Auf der anderen Seite ist jetzt eben es so wichtig, ihn in Mittelhand zu nehmen, um gut an das Trumpf Ass ranzukommen. Daher muss tatsächlich hier erstmal ein Opfer gebracht werden. Nur das Unterbleiben mit der Karo Lusche hält uns auf der Siegerstraße. Karo Dame vom Partner und dann natürlich erstmal mit der Kreuz 10 fortsetzen. Wo ist die Kreuz Lusche? Sie ist in der Hand. Und jetzt hat der Alleinspieler nur noch 5 Trümpfe und wir müssen ganz vorsichtig weiterarbeiten. Kreuz Dame wäre schon zu viel. Trumpf bringt auch nichts. Wir machen weiter Druck, aber nur mit einer Lusche. Und das lockt im besten Punktsinne des Alleinspielers hier das Trumpf Ass aus dem Dickicht, denn das ist eine Karte, die der Alleinspieler sowieso nicht an uns vorbeibringen wird. Wir müssen hier natürlich mitnehmen und könnten jetzt tatsächlich auf zwei Wegen das Spiel zu Fall bringen. Der erste Weg bringt nur 60 Augen, aber immerhin Karo König mit dem Kreuzbuben vorstechen. Ich werde auch diesen Weg hier einmal zeigen. Nach Kreuz 9 Stich und Überstich müssten wir jetzt noch einmal mit der Trumpf Dame von unten spielen, bekommen dann im letzten Stich Karo Bube, Pik Bube und Kreuz Dame auf 60. Etwas eleganter auf 61 ist allerdings hier die Fortsetzung mit der Trumpf Dame tatsächlich, unser Partner mit dem Kreuz Buben. Und jetzt haben wir das Gleiche, was wir quasi vor zwei Stichen schon hatten. Wir müssen wieder mit der kleineren Karte fortsetzen, nicht mit der Kreuz Dame, sondern mit der Lusche. Und jetzt können wir den Alleinspieler ausgucken. Der hat jetzt nämlich zwei Möglichkeiten, im Sinne der maximalen Punkte zu stechen. Er könnte mit dem Trumpf König stechen, dann müssten wir natürlich mit der Trumpf 10 überstechen und nochmal Karo König vorsetzen. Da er hier mit dem Karo Buben sticht, lassen wir einfach den Karo König an der Stelle fallen, werden dafür aber belohnt, denn dass wir am Ende heraus den Trumpf König bekommen und damit erreichen wir die maximale Punktzahl von 61 Augen und es hat noch geklappt, obwohl der Spieler schon bei 53 Augen stand nach nur drei Stichen. Und hier vielleicht jetzt auch noch mal die Erklärung, warum habe ich den zweiten Weg jetzt noch mal so prominent gezeigt, weil ich hier
im Abschlusstext Folgendes behaupte: Der Clou ist, dass zu den offensichtlich verlorenen Bildern in Kreuz und Pik die einzig lösbare Endspielstellung mit dem Opfer von Karo König eingeleitet werden muss. Nimm hin, wir haben genug, rufst du und triumphierst, also ein schönes Endspiel. Aber tatsächlich war der Text oder ist der Text hier nicht 100% präzise. Natürlich meinte ich damit, dass man erstmal die Karolusche tauchen muss, da quasi den König noch opfern muss. Im späteren Spielverlauf ist es durchaus in dieser einen Variante auch möglich, den Karo-König noch zu retten. In dem Weg, der auf die meisten Augen führt, ist der Karo-König am Ende eben auch geopfert. Das heißt, von diesen 5 Bildern bekommt der Alleinspieler hier immerhin 4, doch das reicht ihm dann nicht. Ansonsten, was ist auch noch sehenswert an der Partie? Ich pflege ja manchmal zu sagen, es ist ganz, ganz selten, es gibt es eigentlich fast nie, dass bei einem 5-Trümpfer der Alleinspieler in der Beikarte so etwas hat wie 2, 2 und eine Karte, ne? Viel häufiger hat er einen Drilling und 2 Blenker oder 4 und 1 oder 3 und 2. Und hier haben wir also auch eine der sehr seltenen Situationen, wo es absolut plausibel und sinnvoll ist, dass der Alleinspieler nach dem Drücken beim 5-Trümpfer in der Beikarte noch 2 Piken, 2 Kreuzen und eine Karo in dem Fall hat. Auch das möchte ich an der Stelle nochmal erwähnen, macht es die Partie doch umso einzigartiger. Ja, hoffe, ihr hattet an der Knobelei eure Freude, euren Spaß. Ich hoffe, es hat euch auch hinreichend herausgefordert. Wünsche euch jetzt an der Stelle ein schönes Wochenende und wie gesagt, seid gerne am nächsten Dienstag im Livestream dabei. Bis dahin, wie immer, gut Blatt.